Die Vernichtung der unerziehbaren Fürsorgepolitik im Nationalsozialismus. Eine Vorlesung von Elisabeth von Stechow. Besonders bedeutsam von den ideologischen Wurzeln sind die Ideen des Sozialdarwinismus und die damit eng verbundene sogenannte Rassenhygiene, die mit dem Begriff Eugenik bedacht worden ist. Die Vertreter des Sozialdarwinismus beriefen sich auf die Theorien von Darwin, vor allen Dingen auf die Idee der natürlichen Auslese und übertrugen genau diesen Teilaspekt auf das Funktionieren der menschlichen Gesellschaft. Und diese Fehlinterpretation der Darwinschen Lehre, die dann als Darwinismus bezeichnet worden ist, ging davon aus, dass es positive und negative Erbanlagen gibt und dass sich eben diese guten Erbanlagen in der Gesellschaft durchsetzen sollten und die schlechten eben unterbunden werden sollten. Und die Maßnahmen der Fürsorge und der Wohlfahrtspflege wurden von den Vertretern des Sozialdarwinismus als Störung der natürlichen Auslese dargestellt. Und in aufwendigen Grafiken wurde aufgezeigt, wie sich Menschen mit vermeintlich negativen Eigenschaften immer weiter vermehrten aufgrund der Unterstützung durch den Wohlfahrtsstaat, während andere Menschen, die vermeintlich positive Erbanlagen hatten, unzureichende Unterstützung erhalten würden. Die sogenannte Eugenik, die Rassenhygiene, hatte nun das Ziel, dass diese positiven Erbanlagen gezielt gefördert werden sollten und die negativen Erbanlagen verringert werden sollten, um diese natürliche Auslese künstlich wiederherzustellen. Die positive Förderung der Erbanlagen, dafür gab es spezifische Programme, wie beispielsweise die nationalsozialistische Idee des Lebensborns. Da wurden gezielt den arischen Idealen aussehende Offiziere mit jungen Frauen zusammengeführt und dort sollten dann ja ein idealer Nachwuchs regelrecht gezüchtet werden. Es gab eine außerordentlich negative Resonanz auf dieses Projekt aus der Bevölkerung, die mit ihren moralischen Vorstellungen und über einen angemessenen Umgang mit Sexualität das nicht in Einklang bringen konnten, sodass dieses Projekt erst heimlich fortgeführt worden ist und anschließend auch eingestellt worden ist.
also die gezielte Züchtung einer arischen Rasse über das Projekt Lebensborn war ein zu vernachlässigendes Projekt, während die Verringerung der negativen Erbanlagen im Wesentlichen auch Inhalt dieser Vorlesung sein soll, wo es ja vor allen Dingen um die Vernichtung von Menschen, die Tötung und Ermordung von Menschen, die als minderwertig angesehen worden sind, gehen soll. Der Begriff der Unerziehbarkeit ist von hoher Bedeutung, denn vermeintlich unerziehbare, verwahrloste und minderwertige Kinder und Jugendliche galten im Nationalsozialismus vor dem Hintergrund rassenhygienischer Vorstellungen dann als in Anführungsstrichen auszumerzende Belastung und Gefahr für den in Anführungsstrichen gesunden Volkskörper. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, befand sich eben dieser unerwünschte Nachwuchs in den Einrichtungen der Fürsorge und in den Hilfsschulen. Die Grundlagen der nationalsozialistischen Fürsorgepolitik sollen im Folgenden überblicksartig erläutert werden. Auf dem Bild sehen Sie hier ein Plakat des Winterhilfswerks des deutschen Volkes aus dem Jahr 1934-35. Keiner soll hungern, keiner soll frieren. Also es wurde umfangreich thematisiert, dass die unter Armut leidenden Bevölkerungsgruppen, die aber als erbgesund angesehen worden sind, unzureichend unterstützt werden konnten, weil das Geld vermeintlich in falsche Quellen. Doch zunächst zur Jugendpflege in der Weimarer Republik. Wie bereits in anderen Vorlesungen angesprochen, das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, das 1922/23 in Kraft getreten ist, jedem deutschen Kind das Recht auf Erziehung zugebilligt, was ja auch in der Umsetzung in dieser Zeit als außerordentlich innovativ galt. Denn in der Folge dessen kam es zu einer großen Professionalisierung im Bereich der Vormundschaft und der Familienfürsorge. Und gerade in der Zeit der Weimarer Republik gab es viele reformpädagogische Versuche, eine demokratische, am Kind orientierte Erziehung auch in der Jugendhilfe durchzusetzen. Es kam zu einer regelrecht sozialpädagogischen Bewegung, die ja, die fachwissenschaftliche Debatte maßgeblich beeinflusste. Und hier wurde vor allen Dingen empathisch die Hilfsbedürftigkeit der Fürsorgezöglinge betont und weniger als die Kontrollinteressen. Nichtsdestotrotz gab es auch schon in der Weimarer Republik ja, Forderungen nach Rassenhygiene, wie beispielsweise von Adalbert Gregor, ja, der das erste Mal diese Begrifflichkeit verwandt, 1924 bereits. Und zwischen 1926 und 1933 kann ein Paradigmenwechsel in der ja, zunächst euphorisch beginnenden Erziehbarkeit des Kindes beobachtet werden. Es wurde praktisch unterschieden zwischen Kindern, die als erziehbar galten, also wo sich die fürsorgerischen Bemühungen lohnten, und solchen, die ja, in die viel Geld und viele Bemühungen hinein investiert worden sind, die aber eben nicht darauf in dem Maß ansprachen und als erziehungsresistent galten. Und diese Erziehungsschwierigkeiten des Personals wurden dann zu Erziehbarkeitsproblemen der Zöglinge umgedeutet, sodass ja, bei den Vertretern der sozialpädagogischen Bewegung ja, plötzlich Begriffe wie Siebung, Sichtung, Auskämmung
Zitat hier von Villinger nach Kuhlmann 2002 deutlich wurden, um ja, sozusagen in Zeiten des knappen Geldes das Geld für die erziehbaren Kinder zur Verfügung zu stellen. Es gab also sozusagen eine ideologische Basis, auf die die sogenannte nationalsozialistische NS-Jugendhilfe aufbauen konnte. Und hier wurde der fachliche Diskurs von dem Glauben bestimmt, dass es ja eine Ausmerzung eines unwerten Lebens gerechtfertigt sei und dass eine strenge Erziehung zu unbedingtem Gehorsam dazu führen würde, dass das deutsche Volk als überlegene Rasse ja, sich herausstellen würde und letztendlich einen Sieg über andere Nationen dadurch ermöglicht würde, so Kuhlmann 2002. Und die zuvor in der Weimarer Zeit schon angedachte Spaltung in würdige und unwürdige Hilfsbedürftige wurde dann in der NS-Zeit letztendlich durchgesetzt. Das ist natürlich tatsächlich auch schon vorher, auch in der Weimarer Zeit noch von Hitler auf dem NSDAP-Tag 1929 beschrieben worden als natürlicher Ausleseprozess. Hier ein Zitat aus dieser Rede: Würde Deutschland jährlich 1 Million Kinder bekommen und 700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein. Das Gefährlichste ist, dass wir selbst den natürlichen Ausleseprozess abschneiden durch Pflege der Kranken und Schwachen. Also es ist ganz deutlich diese Idee der Vernichtung der Schwachen schon zuvor benannt worden. Und bei der schnellen Durchsetzung solcher eugenischen Maßnahmen wird auch deutlich, dass es ein zentrales Konstrukt der nationalsozialistischen Ideologie war. Denn bereits am 14. Juli 1933 wird das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses verabschiedet, was dann im Januar 1934 in Kraft tritt. In Paragraph 1 dieses Gesetzes ist zu lesen: Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht, sprich sterilisiert werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Und im Absatz 2 ist dann definiert, wer erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, nämlich wer an einer der folgenden Krankheiten leidet: angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem manisch-depressiven Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem Veittanz, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit, schwerer erblicher körperlicher Missbildung, und ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Bei der Identifizierung dieser ja, als krank bezeichneten Kinder die, und Jugendlichen, die dann einer solchen Zwangssterilisation ab einem gewissen Alter zugeführt werden sollten, spielten die Hilfsschullehrer in der NS-Zeit eine außerordentlich unrühmliche Rolle. Alfred Krampf war der ja, Herausgeber der Reichsfachschaft 5 der Sonderschule im NS-Lehrerbund, und er verfasste das Werk Die Hilfsschule im neuen Staat und später eben auch das, ja, und verfasste darin die Idee des brauchbaren Hilfsschulkind. In seinem Werk stellte er die Selektion als Aufgabe der Hilfsschullehrerinnen und Hilfsschullehrer dar. Und hier sind einige Zitate aus Krampfs Werk. Also er spricht von der Hilfsschule als Sammelbecken, in das der Arzt mit Schere und Sonder hineingreifen kann. Er spricht von der Ausmerze kranker Erbgänge als volksbiologische
pädagogische Aufgabe. Die Lehrer sollten die Aufgabe übernehmen, das zu prüfen. Und da spielte eben auch das diagnostische Wissen, das ja den Sonderschullehrer auszeichnete, eine große Rolle. Und die Idee der Rassenaufzucht wurde ausdrücklich betont. Und man liest auch solche Sachen wie das artfremde Blut schadet dem deutschen Volk. Und der Begriff Heilpädagogik wurde auch von Krampf kritisiert, weil der Begriff des Heils ja in diesem Heil Hitler bereits besetzt war. Und der Begriff Sonderpädagogik geht tatsächlich eben auf diesen Verband, den Krampf anführte, zurück und kann damit als nationalsozialistischer Begriff für den ehemaligen Begriff Heilpädagogik gewertet werden. Auch die soziale Arbeit beim Nationalsozialismus ganz unter das Diktat der Rassenhygiene gestellt. Die Rassenhygiene wurde sozusagen Staatsdoktrin und die Fürsorgeerziehung wurde ja dann der staatlichen Ersatzerziehung untergeordnet. Auch hier spielte das Gesetz zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses in der sozialen Arbeit eine große Rolle. Bereits 1934, also zur Erinnerung, am 1. Januar 1934 wurde das Gesetz umgesetzt. Zum ersten Mal wurden 32 Zwangssterilisationen durchgeführt. Und bis 1939 sind es 300.000 bis 400.000 Fälle, von denen man ausgeht. Aber bereits 1935 hat das sogenannte Erbgesundheitsgericht über 259.000 Fälle entschieden, so Friedländer 97. Man geht davon aus, dass in der Folge der Zwangssterilisation etwa 5.000 bis 6.000 Frauen sowie 6.000 Männer gestorben sind. Und Schmugel verwendet hier zu Recht den Begriff, dass die Frauen und Männer ermordet wurden. Ab Oktober 1939 trat ein weiteres Programm in Kraft, das sogenannte Programm T4, das nach dem Tiergarten 4 in Berlin, also der Adresse Tiergarten 4 in Berlin benannt worden ist. Dort fand eine Sitzung statt in der Nationalsozialisten, in denen Massenmorde, die als Euthanasie bezeichnet worden sind, beschlossen wurden. In der Folge dessen wurden 22 Kliniken zu Tötungsanstalten ausgebaut. Die Ermordung fand durch Giftgas statt und später auch durch Gift, das den Kindern gespritzt worden ist. Es gab gerade im Bereich Limburg und Hadamar, wo Kardinal von Galen predigte, große Probleme mit der Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Öffentlichkeit. BBC-Berichte wurden auch bekannt und so kam es zur offiziellen Einstellung der Aktion T4 im August 1941. Nichtsdestotrotz war es Ärzten und Ärztinnen selber überlassen, einer sogenannten wilden Euthanasie in diesen Tötungsanstalten auch weiterhin Kinder zu ermorden, was in großem Umfang sozusagen in Eigenverantwortung von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt worden ist. Die Gesamtzahl der Opfer, die in der Zeit des Nationalsozialisten mit der Begründung des Nationalsozialismus mit der Begründung Euthanasie ermordet worden sind, wird auf ungefähr 270.000 geschätzt.
Eine weitere Gruppe, ja, die Opfer von Tötungen wurden, waren Fürsorgezöglinge, die in spezielle Jugendkonzentrationslager überführt worden sind. Sie trugen den zynischen Namen Jugendschutzlager und besonders bekannt ist das Lager Moringen, das 1940 für Jungen und junge Männer eröffnet worden ist, und das Lager Uckermark, das 1942 für Mädchen und junge Frauen eröffnet wurde. Hier war das Ziel, ja, nicht arische oder fremdvölkische Jugendliche durch die Fürsorgebehörden aufzunehmen. Seit 1943 war dann direkt das Reichsministerium des Inneren dafür zuständig, dass dann eben keine Fürsorgeanträge mehr gegen minderjährige Juden, jüdische Mischlinge, Zigeuner und Zigeunermischlinge, das ist die Sprachlichkeit der Nationalsozialisten, gestellt werden durften und dass KZ-Einweisungen stattfanden. Am Beispiel des Jugendschutzlagers Moringen kann man aufzeigen, dass hier bestimmte Gruppen auch in eigenständigen Blöcken untergebracht worden sind. Man unterschied zwischen sogenannten Widerständigen, zwischen schwer erziehbaren, arbeitsscheuen, nonkonformistischen und asozialen. Was darunter sozusagen zu verstehen war, war, dass dort Jugendliche, die Minderheiten angehörten, auch religiösen Minderheiten, wie beispielsweise den Zeugen Jehovas, angehörten, dort eingewiesen worden sind. HJ-Verweigerer ebenso wie Angehörige, die dann ja anderen Jugendbewegungen angehörten, Trinker, häufiger Arbeitsplatzwechsel und häufiger Partnerwechsel führten eben zu dieser Bezeichnung asozial, und diese Gruppe erhielt nach 1945 auch keine Entschädigung. Das Jugendschutzlager Moringen ist, wie man hier auf dem Bild sehen kann, lag mitten in einer Stadt, und dort waren Jungen im Alter von 13 bis 22 Jahren untergebracht. 1989 starben während der Inhaftierung und ca. 100 auf einem Todesmarsch. Das Lager Uckermark. Dort waren Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 21 Jahren untergebracht. Diese Idee der Unerziehbarkeit finden wir in einem anderen totalitären System, nämlich in der DDR auch wieder. Hier ist spezifisch die Einrichtung Torgau diejenige, die dann eben sich die Vernichtung der Unerziehbaren zur Aufgabe gemacht hatte. Kurz zur sozialistischen Erziehung. Hier steht eben die Idee der Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit im Vordergrund. Die DDR ist erstmal mit einem sehr positiven Erziehungsbild an die Erziehung der jungen Menschen herangegangen. Also die Veränderbarkeit und Erziehbarkeit der Menschen galt als Grundannahme. Und dabei sollte die Erziehung zu neuen sozialistischen Menschen eben auch eine wichtige Grundlage sein, um einen antifaschistischen Staat aufzubauen und eine neuere und bessere Gesellschaft dadurch durchzusetzen. Und also das Erziehungsziel der sozialistischen Regierung war dann tatsächlich auch das Schaffen sozialistischer Persönlichkeiten.
Diese Ideale finden sich jetzt auch in der Jugendhilfe in der DDR wieder. Also hier war sozusagen alle Erziehung nicht auf das Individuum, sondern auf das sozialistische Kollektiv ausgerichtet. Und es ging auch nicht um die Gegenwart des Kindes, sondern die gesellschaftliche Zukunft. Mannschatz, einer der bedeutenden Vertreter dieser sogenannten Kollektiverziehung, sagt, dass Erziehung letzten Endes eine Bewusstseinsveränderung zum Ziel hat, die eben die sozialistische Gemeinschaft gewährleisten soll. Wenn Jugendliche dann im Sinne der DDR-Pädagogik als schwer erziehbar galten, dann war letztendlich sozusagen die Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit in Frage gestellt. Und die Jugendlichen, die dem Gesellschaftsbild der DDR nicht entsprachen, die wurden dann ja die Klientel der Jugendhilfe. Dabei stand dann eben der Begriff der Schwererziehbarkeit im Mittelpunkt. Schwererziehbarkeit wurde als Persönlichkeit der Beziehung zwischen der Persönlichkeit und der Gesellschaft verstanden. Und diese Jugendlichen kamen dann häufig in Einrichtungen der Heimerziehung, die ungefähr in den 60er Jahren in der DDR entstand. Die war zentralistisch organisiert und die größte Teil der Heime war in staatlicher Trägerschaft. An der Spitze der Heimverwaltungsstufe stand das Ministerium für Volksbildung, dem Margot Honecker ja bekanntermaßen stand. Die Institutionen wurden Jugendwerkhof genannt und dort wurden Jugendliche beiderlei Geschlechts im Alter zwischen 14 und 18 Jahren eingewiesen. Hier sollte eine Umerziehung stattfinden mit dem Ziel, dass die jungen Menschen vollwertige Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft werden sollten und bewusste Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Es gab insgesamt 47 Kinderheime, Spezialheime, Durchgangsheime und Jugendwerkhöfe, die als offene Institutionen bezeichnet worden sind. Und es gab einen sogenannten geschlossenen Jugendwerkhof, der in Thurgau stand, der wie ein Gefängnis arbeitete. Dieser geschlossene Jugendwerkhof Thurgau, Sie sehen hier auf den Bildern auf dem linken Rand der Folie, sah auch in der Tat aus wie ein Gefängnis. Hohe Mauern und Tore, die nicht zu überwinden waren, Gänge, die wie Gefängnisse waren, Türen, die wie Gefängnistüren waren. Er entstand am 1. Mai 1964 und wurde erst am 11. November 1989 geschlossen, also sozusagen ja, mit dem Fall der DDR. Insgesamt haben in diesen Jahren über 4000 Jugendliche dort eingesessen, die zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Und das erklärte Ziel war, ihre individualistische Gerichtetheit zu beseitigen. Und die Idee dahinter war sozusagen, das Erziehungskonzept war durch Zwang zur Einsicht. Die Einweisungsgründe, es gibt noch einige Akten, die erhalten geblieben sind. Grundsätzlich hatte Margot Honecker im November 1989 angeordnet, alle Akten auf der Stelle zu vernichten. Als bekannt worden ist, dass die DDR fällt, was natürlich auch ein Hinweis darauf ist, dass die erzieherischen Praktiken dort nicht bekannt werden sollten und dass sie dann auch offensichtlich nicht selbst in der DDR als fragwürdig galten. Aus den
übergebliebenen Akten, die aus irgendwelchen Gründen nicht vernichtet worden sind, kann man dann noch Informationen entnehmen. Also hier zum Beispiel Henriette B., geboren am 3. November 1955 in Neunkirchen bei Münster, war zunächst im Jugendwohnheim Forst untergebracht und wurde 1973 einen Monat im geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau untergebracht. Hier war zu finden, dass sie gezwungen werden muss, sich ein- und unterzuordnen. Ein zweiter Fall, den wir hier sehen, ist Stefan L., geboren 1967 in Berlin, war im Jugendwerkhof Freital untergebracht und war 1985 drei Monate im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Hier steht in der Akte, sein Denken und Handeln ist sehr durch westliche Einflüsse geprägt. Auch die kirchliche Beeinflussung hat hier einen großen Anteil. Der ehemalige Direktor Horst Kretschmer des Jugendwerkhofs in Torgau hat nach einer eigener Aussage gesagt, in der Regel benötigen wir 3 Tage, um die Jugendlichen auf unsere Forderungen einzustimmen. Und diese Einstimmung auf die Forderungen geschah halt unter drastischen Strafen, Androhungen von Gewalt und Formen grausamer Misshandlung wie Einzelhaft, Dunkelhaft, ja, sadistische Praktiken und so weiter.